Hallo und willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes und ich grüße heute den Manfred und die Serafina, genau. So, und wir wollen uns auf den Weg machen zu Thor, damit wir nach Asgard kommen. Aber erstmal mache ich hier ein kleines Rennen. Ich habe übrigens neue Kopfhörer, ich habe es jetzt, also man wird wahrscheinlich den Unterschied jetzt nicht bemerken, aber ich werde ihn bemerken. Es gibt das Teil hat Noise Cancelling, Raumklang und so. Ist gar nicht mal so schlecht. Mir tun zwar gerade die Ohren weh, das liegt aber nicht an den Kopfhörern, sondern weil ich da. Ich weiß nicht, was ist denn das, wenn das Schlucken weh tut? Sowas halt. Und da musste ich auch schon Dolomitri benutzen. Diese Lutschbonbons. Die ja da ein bisschen helfen. Oh, Alter, wir gehen einfach hier rein. Ich weiß ja nicht, ob das so gemacht ist für das Auto, aber egal. Ja, das musste ich schon nehmen. Ist zwar immer noch nicht besser, aber naja. Ist besser als nichts zu machen. So, dann bewegen wir uns direkt dorthin. Verschwenden wir keine Zeit, sondern... Oh, ich habe ein Sommerauto. Dann fahren wir direkt dort lang. Den Rest hier einzusammeln können wir ja alles nach der Story machen. Obwohl, warte. Hier, das will ich noch machen. Aber das ist jetzt nicht so schwer, glaube ich. Oder? Warte. Das wird nicht so schwer sein. Glaub mir. Ja, ich brauche nur Wolverine. Warte mal. Hier gibt es ja zum Glück eine Station nebenan. Da können wir direkt unseren Charakter wechseln. Nichts gegen die Flamme, aber ich brauche ja jetzt Wolverine. So, und dann hier kann er graben. Oh, jetzt brauche ich hier Sandman. Warte mal. Hab ich den? Ja, okay, den habe ich gekauft. Nein, Sandman. Ja, ist es jetzt dein Ernst? Er steckt fest. Oh, alles gut. Ich habe mich befreit. Oh mein Gott, ich hatte gerade echt Angst gehabt. Jawollo. So, und wieder raus. Ist richtig sandig da drin wahrscheinlich. Mann, der war schlecht. Hier, keine Ahnung, was das hier ist. So, dann fahren wir da mal runter. Wie komme ich da überhaupt hin? Ich glaube, ich muss... Ich folge einfach mal dem Weg hier. Okay, hier rum. Dann hier rum. Ah, und hier geht's runter. Alright. Hier ist auch nochmal ein goldener Stein. Warte, das machen wir auch noch schnell. Brauche ich nur Mr. Fantastic. Den Richard brauche ich. Hier nehme ich mich hier lang kriechen. Guck einmal rein. Dann haben wir da einen Schalter. Bam. Und dann können wir auch da durch. Geil. Da haben wir jetzt schon. Wie viele? Na, zeig mal. 24. Gut. Das ist perfekt. Okay, Thor. Bin da. Na, was geht? Fast alle Informationen, die S.H.I.E.L.D. über Thor und seine Leute besitzt, sind streng geheim. Das bisschen, was wir über seine Heimat Asgard wissen, stammt, wie soll ich sagen, aus einem Kinderbuch, das Dr. Eric Selvig in New Mexico gefunden hat. Soweit scheint alles zu stimmen. Schaut euch mal den Typen an. Sehr theatralisch mit dem Blitz und so. Er ist der Gott des Donners. Ist irgendwie sein Ding. Ich habe die Öffnung des Strudels gespürt, da Bruder Loki sie als Pfad nach Asgard benutzt hat. Was zur Hölle sucht er nur? Er sucht immer nur eins. Macht. Und doch Helme mit Hörnern. Auf die steht er sehr.
Auf nach Asgard. Wie geil ist das denn? Yeah. Warte mal, ich will hier die ganzen Münzen sammeln. Wen bin ich überhaupt? Ich bin Captain America. Okay, muss doch aufpassen. Hier gibt es bestimmt Minikits irgendwo. Oh Gott. Die U-Bahn da gerade. Wo kommt die überhaupt her? Oh, da ist Deadpool. Sicher sitze. Da, Minikit. Hab ich. Nice. Das machen wir besser nicht nochmal. Wow, mir ist so schwindelig, ich sehe Sterne. Aber keine Streifen. Warte. Frost und Eis. Loki muss mit den Eisriesen von Jötunheim. Ja, 10.000er Münze. Nur gut, dass ich immer für Hitze sorge. Juhu! Ruhe, du Streichholz. An der Arme. Die Steuerung zum Ausgang liegt vergraben. Wir müssen irgendwie dieses Eis hier wegkriegen. Gut. Wenn es hier jemanden geben würde, der Eis zum Schmelzen bringen kann. Oh ja. Wer kann das nur sein? Dann brenn mal hier alles ab. Verbrennen. Ja, das ist meine Lieblingsstärke. So. Nachdem ich alles verbrennt habe. Oh, Eisriesen. So riesig sehen die gar nicht aus. Jetzt müssen wir nur noch die Steuerung laden. Dafür sollte mein Hammer reichen. Warum wird der Eisriese genannt? Manchmal wünschte ich, ich hätte Regenerationsfähigkeiten. Wie du. Ah, jetzt kann ich hier aufladen. Und dann mit dem Aufladen. So, hallo. Und jetzt mit dem Aufladen kann ich das jetzt hier. Ah, guck mal. Für Odin. Ganz ruhig. Ihr kennt mich doch, ich bin Iron Man. Iron Man, sag ich schon. Tor. Der Tor. Ich bin das Tor. Weg mit euch. Und diese Stampfattacke ist voll stark. So. Bam. Oh, sorry, Flamme, ich wollte dich gar nicht treffen. Das ist außersehen passiert. Gut. Dann, ja, dann gibt es hier wahrscheinlich nicht viel zu finden. Direkt raus hier. Wie. Diese riesige Brücke nach Asgard. Eine magische Regenbogenbrücke. Was kommt als nächstes? Einhörner. Einhörner gibt's nicht in Asgard. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Weg mit euch. Was wollt ihr überhaupt hier in Asgard? Schon war das Loki. Er hat die hierher gebracht. Geht man ja gar nicht hier. Der Loki macht immer wieder Scheiße hier. Du hast es geschafft. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und? Gefällt euch die Einrichtung? Ah, könnte besser sein. Bin jetzt nicht der krasse Asgard-Fan. Hallo, warum fliege ich? Ach, reg dich denn so auf. So, alles super. Denkst auch so, du kannst einmal herkommen, Asgard übernehmen und alles ist super. Halt! Du stehst jetzt unter meiner Gewalt. Na, lass das mal. Auf Hypnose zu machen. Ja, ciao. Gut, wir müssen wahrscheinlich wieder schmelzen. Ach, stimmt, das Tor. Das Tor hier muss man schmelzen, natürlich. Jetzt, aber ich habe keinen Hulk. Was soll ich machen? Ach, bestimmt kann. Ja, bestimmt kann Tor das machen. Ja, das wusste ich doch. Den Hammer ist schon ziemlich stark. Das ist also...
Warum willst du mir andauernd folgen, Bruder? Jetzt sind wir endgültig in Asgard drinne. Also davor waren wir sozusagen an der Grenze, aber jetzt sind wir richtig drinne hier. Also lass bitte Asgard in Ruhe, ich will hier noch leben. Und jetzt. Wohin des Weges? Hier lang jedenfalls nicht. Lass das, du kleiner Rabocke. Hey! Das war die Infrastruktur. Das sieht cool aus. Fällst du immer wieder auf meine billigen Tricks herein? Ja, man muss schon sagen, wirklich, deine Tricks sind ziemlich billig. Genau wie Loki an sich. Hahaha. Oh mein Gott. Geile Treppe. Wolverine kann dann erstmal die Wand hochklettern. Und dann hier das Ding aufknipsen. Ja, zum Glück ist er mitgenommen. Gut, alle drinnen. Dann noch Tor. Ach, das ist immer so lästig, dass man das erstmal aufladen muss. Und dann kann man hier reinstrahlen. Ist das nicht... Das ist doch ein bisschen ähnlich wie bei Batmans Stromanzug, den wir ja bei Lego Batman 3 mal benutzen mussten. Also das war halt auch da ziemlich lässig. Jetzt ist es genauso so. Was? Schurken weg. Die Mucke ist auf jeden Fall schon legendär. Also generell, Musik gefällt mir in diesem Spiel ziemlich. Am meisten halt die freie Weltmusik, da pumpt das schon richtig. Ein Hebel. Ja. Hebelt die Treppe. Na, habt ihr Spaß? Ja, okay, macht schon echt Spaß. Muss ich ehrlich sagen. Ihr Helden seid nur Marionetten, die nach meiner Pfeife tanzen. Aber nicht. So, Hä? Wo muss ich hin? Ach, da gibt's das zum Buddeln. Jetzt sehe ich das. Na, siehst du? Siehst du, was ich für gute Augen habe? Ich achte auf alles. Jeden kleinen Zentimeter. Klappt sich das da so rum. Jetzt können wir da wieder reinstrahlen. Vor, verkloppt ihr mal da. Und Donnerlord! Jawohl! Haben wir jetzt einen Fahrstuhl gebaut. Was für eine krasse Technologie! Wolverine. Oh, ei. Knapp. Das war ziemlich knapp. Da können wir wieder Tor benutzen. Und wieder seine Hammer werfen. Juhu. Ja, tut mir leid. Aber das musste weg. Ich habe die Statue eh nicht gehasst, wo ich hier aufgewachsen bin. Also machen wir sie kaputt. Schicken Brunnen hier reinbauen. Ja klar, ich baue einmal einen Brunnen und alles wächst. Ja klar. Ich bin noch nicht fertig. Oder sollte ich besser sagen, wir sind noch nicht fertig. Nenne es, wie du es willst. Aber ich besieg dich eh. Nenne ich ab gleich True Believer. Wie dumm von euch. Jetzt macht er seine Loki-Taktik. Auf den Scheiß fahre ich nicht rein. Aber, hallo, Wolverine, auf zurückzugehen. Ach, Alter, spring doch hoch. Meine Güte. Hier drüben.
Ja, Pech gehabt. Dich durchschaut. Oh. Tschüss. Das musst du aber jetzt nicht kaputt machen. Schnösel. Richtiger Schnösel. So, dann Amerika. Wo ist denn der Amerikaner? Ja, ist er. Steck mal das da rein. Bam. Gut, und rein da. Der Tesserakt ist gefährlich, Bruder. Oh, und ich ebenso, Bruder. Ich habe vor, mich bei dir zu rächen, an der Erde und an Asgard. Was hast du vor, Loki? Du kannst mich nicht zwingen. Du bist nicht mein Gott. Du verärgerst mich mit deiner Spöttelei. Schon als wir Kinder waren, tatest du das. Erinnerst du dich an dieses kleine Spielzeug? Ja, aus irgendeinem Torfilm ist das Ding. Leider bin ich auch nicht ein Experte von den Torfilms, deswegen kann ich da nicht viel sagen. Erstmal hier die Startung. Ne? 1 von 3, ja! Ein kostenloses Minikit, bitte. Und wo ist die letzte Statue? Da hinten. Ey! Fiesling! Okay, wie besiegen wir ihn? Wahrscheinlich wieder dreimal auf ihn draufkloppen und dann ist er down. Jetzt mal euch hier wegmachen. Geht nämlich echt auf den Sack. Gut, kann ich jetzt irgendwie angreifen, bitte? Sehr schön. Nein, ich komm wieder Gegner auf. Da sind jetzt Teile gespawnt. Das Ding ist unzerstörbar. Wir müssen erreichen, dass Loki die Kontrolle darüber verliert. Ja, warte. Wenn ihr irgendwelche schlauen Vorschläge habt, ich bin ganz Ohr. Hab einen. Mit den Krallen komme ich hier nicht weit. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, ich hab sogar einen. Hier, Captain America. Wahrscheinlich auf Loki, genau. Hey. Bah, du sterblicher Schädling! Und jetzt Tor. Ja, warte! Bam. Eine Brustwarte down. Ah, schön. Wo ist die Flamme? Wo ist die Warte Flamme? Dir. Asgard gehört mir! Ach, Digga. Mann, das reicht doch nicht. Da kann ich irgendwie versuchen, von hier aus zu lasern. Ja, warte. Das hat geklappt. Ja, geil. Ich musste gar nicht nah rangehen. Boah, das um den Destroyer zu zerstören. Ja, gib mir etwas zum Bauen. Ja, guck mal. Diesen Unfug aus dem Kopf, Loki. Und Captain America hat wieder seine Show. Also zeig mal. Schöner Laser in deine Fresse. Ah, du jämmerliches Insekt.
bin ein schönes Insekt. Schöne Ameise. Und beide Brustwarzen zerstört. Wahrscheinlich das dritte, dann den Kopf. Ihr werdet nie gewinnen! Das würde ich jetzt nicht so sagen. Was visiert denn Thor die ganze Zeit an? Ich wollte die ganze Zeit auf den Gegner, der da rechts steht, angreifen, aber er visiert was komplett anderes an. Aimbot nicht aktiv oder was? Nein, Spaß. Bruder, du sollst nicht noch mehr Schaden erleiden. Gib auf! Ja, das wird gleich das Ende von deinem Spielzeug. Einmal noch mal rein da in die Fresse und dann können wir noch mal schön dem Roboter einen auf die Nuss geben. Ich schwöre, ihr werdet noch vor Ende des Tages vor mir niederknien. Warte kurz, lass mich erstmal den hier den Kopf abreißen. Ja, genau wie ich dachte. Und dann noch mal schön weggeballert. Ihr glaubt, ihr seid in der Überzahl. Nicht mehr lange. Was willst du machen? Nein, macht er jetzt wieder seine... Ja, er macht wieder seine Loki-Taktik. Aber bestimmt kann Wolverine da was machen. Doppelgänger, ja. Wir können ihn nicht lokalisieren. Echt gehabt. Nein! Weg da, du garstige Kreatur! Und tschüss! Ich werde den Tesseract zur sicheren Verwahrung in die Schatzkammer zurücklegen. Hey Blondie, ich sag's ja nur ungern, aber der wurde gerade von dort gestohlen. Möglicherweise ist eure Sicherheit nicht so gut. S.H.I.E.L.D. verfügt über ein ganzes Bataillon, das nur dazu dient, den Tesseract zu bewachen. Menschen, um dieses Objekt unvorstellbarer Macht zu bewachen? Bitte, ich kann Donner und Blitz auf alle niederregnen lassen, die ihn anfassen. Dieser Leuchtwürfel könnte mir helfen, Magneto zu finden. Ich kann Chuck dazu befragen. Das ist ein cooler Plot-Twist. Wolverine nimmt jetzt den Tesseract, um... Keine Ahnung. Also, er will jetzt Magneto finden, aber warum? Das ist jetzt mir nur eine Frage. Ich weiß, Magneto ist auch ein Bösewicht, aber es gibt bestimmt noch einen Grund, warum er genau jetzt Magneto finden möchte. Ich hoffe, der wird uns so erzählt, weil das ist eigentlich gar nicht mal so unspannend. Alles zusammen. Bald wirst du die Erde beherrschen. Ja, ja, aber wo ist die Energiequelle, die du mir versprochen hast? Sie ist alles, was wir brauchen. Ich weiß, wo sie ist. Wir holen sie uns von den Mutanten. Den X-Men. Nun gut, ich bin für alle Eventualitäten gewappnet. Ich werde ein paar Mitarbeiter entsenden, um die Quelle zurückzuholen. Ich habe Ihnen was mitgebracht, Professor. Das könnte uns bei der Suche nach Magneto helfen. Ich fürchte, das Einzige, was uns das beschert, ist ungewollte Aufmerksamkeit. Oh je. Oh, das klingt nicht gut. Und das sieht nicht gut aus. X-Men, hört ihr mich? Unsere Sensoren melden, dass die X-Villa angegriffen wird. Begebt euch sofort dorthin, sobald ihr diese Nachricht bekommt. Okay, wird alles gleich gemacht, also in der nächsten Folge. Und wir werden wahrscheinlich auch in der nächsten Folge dann erstmal zum Helicarrier gehen, weil
Das nervt mich schon, wenn die jedes Mal das Spiel öffnen, dass da oben das angezeigt wird. Und dann werden wir das erstmal reparieren. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.